Und gehen wir zu Kaltram und hören wir uns an, wie der das findet. Kaltram, ich bin auch ein großer Sch... Moment, aber eine Sache würde ich nochmal ganz kurz... Oder können wir vielleicht... Kaltram, der mag ja natürlich. Doofi. Können wir vielleicht an die Gute appellieren? Moment. Die Waffen sind aus dem Verkehr gezogen. Jora wird sie unbrauchbar machen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Du hast mir mit dieser Tat einen großen Gefallen getan. Und auch unsere Gemeinschaft schuldet dir Dank. Da, für dich. Pass auf dich. Ich hätte mich mal lieber über XP gefreut. Oh, guck nicht so böse. Kaltram. Wie gehe ich denn da am besten? Apropos gehen. Du hast? Ein Wort zum Mord an Askor. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Gut beobachtet. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Du brauchst einen Waffengefährten? Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß. Ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Vergiss aber nicht, dass wir noch einen Mord aufzuklären haben. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Ein wahrer Krieger trägt seine Waffen. Ja, ja, mitkommen. Mitkommen. Ja. Ja. Der nutzt jetzt einfach so ein Jetpack. Erstens, wo ist das an ihm dran? Zweitens kann ich mir irgendwie das nicht gut vorstellen, dass das funktioniert. Entschuldigt. So, wir sind jetzt wieder hier. Wir wollen mit Cormac sprechen. Quatsch. Kaltram. Kaltram war dort drüben. Na, mal gucken. Duras, wie weit kannst du mitkommen? Okay, wir sehen noch keine Lebensanzeige bei ihm. War etwas schwieriger. Wie kommst du damit klar? Sowas hätte ich auch gerne. Ach. Also das ist kein Jetpack, das ist ein Sprung. Also ich empfand, das ist die richtige Lösung der ganzen Aufgabe. Wir schauen mal an, wie Kaltram dazu steht. Wegen Kral. Ja? Ich habe ihn gefunden. Er ist tot. Verdammt. Hatte er wenigstens das Elex bei sich? Nein. Tja, damit geht sie dahin. Unsere einzige Spur. Trotzdem, danke. Hier hast du eine Kleinigkeit für deine Mühe. Da fällt mir was ein. Vielleicht könntest du mir bei einer Sache helfen. Und was soll das sein? Also, die Sache ist die. Ich habe bei einem unserer Setzer ebenfalls eine merkwürdige Präsenz festgestellt. Ähnlich wie bei dir, nur andersherum. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Er ist ein Setzer. Wenn ich dorthin gehe, wird er mir niemals die Wahrheit erzählen. Ich gehöre zum Clan der Nebelkrähen und er zum Hammerclan. Er würde denken, ich wolle ihn wegen irgendetwas in den Wald verbannen. Sein Name ist Oryk. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du als Unbeteiligter zu ihm gehst. Okay, und was mache ich mit Oryk? Sprich mit ihm. Versuche herauszufinden, ob er irgendwelche ungewöhnlichen Dinge gesehen oder getan hat. Und wie soll ich das machen?
Versuche, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Rede mit ihm über seine Arbeit auf den Setzlingfeldern. Vielleicht erzählt er dir ja etwas Interessantes. Falls du etwas herausfinden solltest, sag mir Bescheid. Na schön. Du warst bis jetzt nicht mehr, mein Freund? Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Naja, erstens will der wissen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Dass Duras nicht gefällt. Und zweitens, was geht denn das an? Da gibt es auch eine Gruppenmoral. Wo ist denn der Oryk? Nochmal so als kleine Zwischenfrage. Hätte man wahrscheinlich auch besser lösen können, aber... Ich muss schon sagen, ich finde das aber eigentlich ganz... Achso, Oryk ist der, stimmt. Ganz okay so, wie wir es jetzt gemacht haben. Weil ich habe dadurch Kälte gesunken. Ich empfinde das irgendwie als wichtiger. Wir gehen nochmal zu Alrik. Ich möchte nämlich gerne ein Schloss eröffnen 2 lernen. Also, eigentlich 1. Vielleicht hätte man so 4 und Elix geben sollen und dann hätte man mehr XP bekommen. Ja, aber das Kältesenken ist mir wichtiger. Ich möchte hier erstmal eine reine Moral haben. Zumindest an dieser Stelle, weil wenn ich wirklich vorhabe, mich den Klärern anzuschließen, wird es eh alles ein bisschen bösartig. So, Alrik, bist du hier? Also wir gucken mal, wo haben wir es ohne hinzugucken. Technik. Wir nehmen natürlich erstmal Intelligenz. Achso, es geht noch hier. Ha. Der erste Punkt ist noch richtig, wie ihr seht. Na doch, wir wollen das ja weiter ausbauen. Das ist ja wie Gothic 2 mit Nacht des Raben. Da konnte man diesen geilen Trick ausnutzen, den ich auch jedem empfehle, der mal Gothic spielt. Oder dieses System hat mit 1, 2, 3, 4 oder 5 Lernpunkten. Immer bis halt kurz auf die Grenze leveln, ein Punkt niedriger und dann halt 5 Punkte auf einmal. So hatte man immer die Kosten, die alten Kosten noch, konnte 5 Punkte machen. Ist dann schon im neuen Bereich gelandet. Das geht hier nicht, weil man nur einsetzen kann. Die haben also auch dazu gelernt, dass man es nicht mehr so gut aushebeln kann. Die Fertigkeit mit Attributspunkten, wie teuer ist denn die eigentlich? Kann man die irgendwie so nebenbei? Da bräuchten wir Gerissenheit. Na, das ist viel zu viel Gerissenheit. Was kann man denn noch hier lernen jetzt? Gruppe? Möchte ich nicht lernen. Also erstmal nicht. Ich bin zwar dann auf die angewiesen, aber... Ja, es hat noch Zeit. Hacken, Chemie brauchen wir alles noch. Goldschmied müssen wir mal gucken, wie weit das passt. Schlössern, das ist klar. Tiertrophäen. Besondere Trophäen. Preisfrage, lohnt sich das? Eigentlich gar nicht so falsch vielleicht. Das ist ein Überlebens... Aber erstmal... Nee, Schloss öffnen ist wichtig. Hallo. Wir legen auch mal unser Amulett ab, nur zur Sicherheit. Ich meine, das wird jetzt, glaube ich, nicht reinspielen, aber... ist mir einfach lieber. Alrik? Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Ach so, wie ist denn das mit Duras, wenn ich jetzt hier... offensichtlich klaue. Das gefällt ihm doch bestimmt auch nicht. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Genau. Wir wollen Schlösser knacken. Bis später dann. So. Verdammte Technik. Und damit haben wir jetzt Schlösser knacken 2, nehme ich an. Richtig? Sehr cool. Gefällt mir. Wir haben doch schon Rezepte, richtig? Könnten wir was da herstellen beim Goldschmied? Anleitung, Energiespeicher, Ring der Vitalität. Ja, maximal 20, das ist auch nicht so schlecht. Aber Trollherz, kriegen wir denn Trollherz her? Na gut, Tiertrophäen.
Die Frage hätte ich mir selber beantworten können. Gibt es denn hier Überlebens? Zinder ist. Warte, überleben. Den Marker kann ich eigentlich mal entfernen. Persönlichkeit. Harkon. Oder Born. Wir müssen ja eh runter. So. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Lass den Unfug. Jetzt ist nur die nächste Frage, waren die Zweierdrohnen gewesen? Ihr merkt, Leute, ich bin bei solchen Sachen immer nicht der Schnellste. Vor allem, wenn man so Folgen immer über mehrere Tage aufnimmt, dann vergisst man sowas wieder ganz leicht. So, wir brauchen also Born. Dein Name ist Wache. Es könnte sein, dass ich bei jedem Diebstahl ich jetzt ein bisschen Probleme kriege, weil auf einmal der Du was dagegen hat. Das heißt, ich muss den vorher absetzen und dann halt weitergehen. Klingt irgendwie seltsam, ist auch so. Mal sehen. Eldor hat nichts mehr zu sagen. Ach, das war der Kleine gewesen, stimmt. Orik. Ich entsinne mich gerade. Wir sind ja noch Sindas und Borns Truhe, die können wir definitiv noch nicht öffnen. Und wir wissen, oben ist eine Dreier-Truhe. Ohrengebiet, das hat man entdeckt. Naja, ich werde irgendwann wahrscheinlich, wenn ich dann das weiter ausgebaut habe, nochmal eine Runde machen. Unabhängig vom Let's Play. So, Born. Bring mir etwas bei. Alles klar. Alles klar. Ausdauer. Ah, das wäre auch was Geiles. Na gut, kommt noch. Tiertrophäen. Ja, Tiertrophäen ist was Gutes. Nummer 1, wir können das Zeug zu Geld machen. Nummer 2, wir kriegen da besondere Sachen für, gerade was da war mit Goldschmied. Oder halt andere Sachen. So, Orik, wo bist du denn? Das war doch so ein Kleiner gewesen. Ah ne, da war eins niedriger, wo die Höhle war. Hier. Orik? Wie läuft die Arbeit hier auf den Feldern? Es läuft, wie es immer gelaufen ist. Born bekommt von Kaldrim das Mana geliefert und wir züchten damit die Setzlinge. Es wäre nicht so aufregend, wenn nicht die gelegentlichen Mutantenangriffe wären. Klappt die Arbeit mit Kaldrim gut? Ja, also, ja. Naja, es ist nicht immer ganz leicht. Kaldrim ist sehr strikt in seinen Regeln. Bei ihm ist kein Platz für Experimente. Was meinst du mit Experimente? Ach, es ist nichts. Nur, ich meine, ich versuche gerne mal etwas anderes als die üblichen Techniken. Ich bin der Meinung, wenn wir nichts Neues versuchen, dann werden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Was hältst du von Born? Er ist ein guter Chef. Ich arbeite gern mit ihm zusammen. Er lässt mich sogar manchmal experimentieren. Was meint er mit experimentieren? Was machst du so in deiner Freizeit? Oh, das Übliche halt. Ich gehe in die Taverne oder treffe mich mit Freunden. Ab und zu arbeite ich sogar freiwillig weiter. Irgendwie entspannt mich die Arbeit. Das ist schön, wenn es sowas gibt. Du arbeitest in deiner Freizeit? Ja, das kommt manchmal vor. Weißt du, nicht alles, was ich hier mache, ist von oben abgesegnet. Aha. Und da kann es praktisch sein, nachts zu arbeiten, wenn niemand zuschaut. Was passiert, wenn wir uns verraten? Kann es sein, dass er böse reagiert und uns angreift? Es kann aber auch passieren, dass wir ins Gespräch kommen, was er macht und wir es dann verheimlichen können. Wenn wir es nicht machen, machen wir eigentlich eine sehr kalte Aktion, weil wir horchen ihn einfach aus. Deswegen mache ich erstmal das. Kaldrim schickt mich. Wie jetzt? Er hat etwas Merkwürdiges bei dir bemerkt. Ich soll herausfinden, was das ist. Scheiße, Mann. Warum erzählst du mir das? Erst quatschst du mich voll und dann das. Ich lass mich doch nicht ausspionieren. Verschwinde. Ja, aber ich hätte nur gedacht, dass man jetzt ins Gespräch kommt, vielleicht ein Handel rein entsteht.
Blödsinn, warum? Es ist doch auch im Sinne von dem Oryk, dass das irgendwie, naja, geheim bleibt. Und das ist nur, wenn wir jetzt Kaltrim beruschen. Sonst wird Kaltrim den nächsten schicken. So gut, dass du weißt, dass Kaltrim das wissen möchte. Also ich werde jetzt wieder das schnell durchgehen lassen, ja. Weil wir haben das ja schon alles gehört, das brauchen wir nicht nochmal. So. Klingt interessant, erzähl mir mehr. Schön, dass sich jemand dafür interessiert, was ich mache. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr von deinen Experimenten. Du scheinst ganz vertrauenswürdig zu sein. Ich hab den Kampf beigestanden. Außerdem muss ich zugeben, dass es mir schon länger unter den Nägeln brennt, jemandem davon zu erzählen. Also gut, ich erzähle dir jetzt etwas, das du niemandem erzählen darfst. Niemals. Werde ich nicht. Also ich habe ein kleines, sagen wir, Selbstexperiment durchgeführt. Wenn ich damit Erfolg habe, wird es das Wesen der Berserker von Grund auf ändern. Ich habe einen gesunden, reifen Setzling ausgepresst und den Saft getrunken. Ich habe das Gefühl, als würde ich alles verstehen. Ich meine alles. Es ist unbeschreiblich. Problem ist, die Setzlinge sind ja so gefühlt ein bisschen heilig. Erstmal ein extremer Verstoß. Das zweite ist, nur wenn er sich besser fühlt, heißt nicht, dass er besser ist. Also es könnte eher wie eine Art Droge sein. Verbieten eure Gesetze also so etwas eher nicht? Also schlecht. Natürlich. Deswegen musst du ja unbedingt die Klappe halten. Dafür würde ich von Angrim geköpft werden. Ich merke bereits, wie eine Veränderung durch meinen Körper geht. Nicht mehr lange und ich werde eine Evolutionsstufe aufsteigen. Wenn du das sagst. Glaub mir, wenn ich nochmal einen Setzling in die Finger kriege, dann ist es endlich soweit. Aber genug davon. Nicht, dass uns noch jemand hört. Das nächste Mal bekommst du was ab. Versprochen. Ich sollte jetzt wieder los. Wir sehen uns. Leute, also ich finde das nicht ganz okay. Ich finde es auch nicht verwerflich, ihn jetzt zu verraten. Klar sind die hier, haben die wirklich ein bisschen Stock im Arsch. Aber andererseits ist sowas auch hochgradig gefährlich. Wie viele Stufen müssen wir denn aufsteigen? Müssen noch drei Stufen aufsteigen, oder? Ja, drei aufsteigen, dann hätten wir Intelligenz 50. Ja, das kriegen wir hin. Ja, es ist schon schwer. Gibt es eigentlich einen schnelleren Teleporter zu Kaltrim? Muss ich jetzt jedes Mal hier auf die Treppe gehen? Ah, es ist genau hier oben. Im Moment kann man nicht vielleicht auch... Ne, kann man nicht. Wir waren schon oben gewesen. Ich dachte, man kann vielleicht nur die Seiten irgendwie hoch machen. Was finden. Ich hoffe, der Kältewert wird hier vernünftig steigen. Ich finde es vor allem auch, es wäre nicht angemessen, wenn dieser Kältewert, also die Moral, sich verschlechtern würde, wenn ich ihn verrate, weil andererseits setzt er hier auch den Berserkern ein großes Risiko aus, seine eigene Gemeinschaft. Erstens, die Setzlinge werden zerstört und zweitens weiß man ja auch nicht, was diese höhere Evolutionsstufe, wie er es selber nennt, was bringt. Oder ob er hier, ja, ich weiß nicht, irgendwie großen Käse macht, damit alles gefährdet, was die hier aufgebaut haben. Ja, vielleicht zum Monster wird. Wegen Oryk. Hast du herausgefunden, was ihm zugestoßen ist? Wir haben gespeichert. Mach erstmal nein. Nein. Das ist schade. Aber wie gesagt, die Deutung des Mana-Feldes ist keine sehr exakte Kunst. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Danke, dass du es wenigstens versucht hast. Naja. Bleib hier stehen. Okay. Warte, das wollte ich nicht machen. Ja. Ich wollte nur wissen, Kampfkraft. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Okay, er respektiert mich immer noch. Wir laden mal das andere. Also bei dem anderen habe ich das kältetechnisch eingesehen, das habe ich auch gerne eingegangen. Oh, scheiß Bank. Als im Kral ging und sein Futter. Hier doch finde ich das eigentlich nicht okay. Soll ich sogar in Kauf nehmen, wieder einen Punkt runter zu gehen.
Wegen... Hast... Ja. Sehr gut. Erzähl mir alles. Diese verdammten Idioten vom Hammer-Clan. Wie kann man denken, dass das eine gute Idee wäre? Naja, trotzdem danke für diese Information. Den werde ich mir jetzt vorknöpfen gehen. Großartig. Ich habe jetzt dafür keine XP gekriegt, oder? Moment. Gleich mal Proof of Example. Nummer 1 erschleicht mit. Nummer 2 er sagt nichts, wenn ich was klaue. Gefällt mir. Hallo, wenn Kaltrim einmal hier weg ist, muss man das doch nutzen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Lässt du ihn verraten? Ich finde es, wie gesagt, nicht schlüssig. Wer ist er denn? Wie läuft der eigentlich? Kaltrim? Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Ich glaube, das war gerade ein großer Fehler. Und der kommt hier so locker flockig mit. Alles klar. Das Mana muss fließen. Kaltrim? Kommst du mal? Gut, gut, gut. Ich würde gerne wissen, was du mit dem Typen anstellst, ja. Ist die Quest schon beendet? Verdammter Technikkram. Ach so, aber irgendwas saufen? Wo man nicht weiß, ob das gut ist, das ist okay. Ich habe keine XP bekommen dafür, das ist irgendwie relativ schade. Ich möchte übrigens anmerken, das fällt ja wahrscheinlich immer so kaum auf, aber das Spiel läuft im Hintergrund weiter, wenn ich im Inventar bin. Keine Pause, wo ich dann einfach so einen Heiltrank im Inventar schlucken kann und dann spielen. Weil das dauert mir gerade zu lange. Ich vertrete auch die Meinung, das ist okay, wie ich es gemacht habe. Warum sollte man hier was trinken lassen? Da gehe ich voll mit. Nö, das finde ich okay. Dann gehen wir mal zu dieser einen anderen Stelle. Hier runter. Seht ihr recht fix. So. Wir werden angegriffen. Boah. Mach was. Du was. Du Ratze. Ist der auf mich getriggert? Ja, ist er. Der Dura macht ja einen wunderschönen Schaden. Nämlich gar keinen. Autolock an. Lustig. Das wird man den noch nicht kriegen, oder? Das Vieh mache ich platt. Das ist gut für dich. Hallo, ich habe Teleporter hier. Ich will jetzt einmal zuschlagen. Oh, einmal habe ich gesagt. Das reicht mir. Warum ist mein Ausdauer schon wieder weg? Zehn Erfahrungen. Really? Lol. Dura, alles gut?
sagen wir mal so. Ich hatte mir durch seine Anwesenheit schon ein bisschen so gedacht, dass es ein bisschen einfacher wird. Wird's auch. Er lenkt die Viecher ab. Nummer 2 jedoch macht nicht viel Schaden, wenn so ein einfaches Vieh schon so lange lebt bei ihm, bei den Schlägen. Wird das ja eine echt lustige Begegnung. Hier werden Helden geboren. Hier, genau hier. Nicht woanders. Genau hier. Lass mich nur machen! Können wir das so interpretieren? Hier werden Helden geboren. Oh, ich habe einen Heiltrank übersehen. Können wir so interpretieren, dass Kral. Ah, wie hätten wir dem helfen sollen? Er wollte nicht. Und hätten wir das Elixid, die Pakete weggenommen? Ich hätte überlebt. Ah, Problem. Was macht man denn jetzt? Scheiße, das Vieh ist kräftig. Na gut, lasst uns besiegen und ihn looten. Kann ich reingehen und einfach wieder raus? Du gehörst mir. Dann nimm ihn gerne. Nimm ihn mit. Ich brauche ihn nicht. Nein, ich brauche ihn nicht! Oh, fuck! Hallo? Tja. Ja, genau. Nimm ihn. Nimm ihn vor. Ich nehme alles zurück. Warum macht er so viel Schaden bei dem Vieh und bei dem Weißer nicht? Warum macht Ketz nicht weiter? Das war die gute Entscheidung. Und wir haben damit Kral auf den Gewissen. Krals Tagebuch. Dieses Tagebuch gehörte einem Berserker. Oh je. Moment, ich nehme einen Schluck. Ich kann mein altes Tagebuch nicht mehr finden. Tja, wo ist es wohl? Ich muss es irgendwo auf dem Balkonen zurückgelassen haben. Haben wir ja gefunden. Ich werde nochmal aufschreiben müssen, was mit Krima passiert ist. Vielleicht brauche ich diese Information irgendwann noch einmal. Ich habe Krima befreit. Moment, haben wir nicht. Ah ne, das haben wir nicht, das liegt ja oben. Ich habe Krima befreit, das ist kaum in der Lage zu sprechen. Das hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Ich bin eingeschlafen, Krima ist noch da. Aber sieht so aus, als hätte er versucht, meine Elixsplitter zu essen. Sein ganzer Mund ist von den scharfkantigen Zeug aufgerissen. Ach, deswegen sah er so aus. Aber es scheint ihm besser zu gehen. Wenn sein Mund schon aufgerissen ist, wie will er das wirklich zerkleinern? Mit den Zähnen? Das wird auch den Zähnen nicht gut tun. Obwohl die Zähne sind doch das härteste Material am Körper. Ich glaube schon. Ich habe es geschafft, etwas Elix aus Goliath zu schmuggeln. Krima hat sich sofort darauf gestürzt. Es scheint nicht genug gewesen zu sein. Ich fange an, die Tage durcheinander zu bringen. Es ist dauernd dunkel und ich schlafe schlecht. Tag 8. Er hat etwas gesagt. Er hat geredet. Ich konnte es nicht genau verstehen. Es hat Stunden gedauert, aber es scheint so, als wolle er mir erzählen, was ihm passiert ist. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, scheint er sich schon länger auf dem Gelände des Konverters aufgehalten zu haben, bevor ich ihn dort gefunden habe. Er hat wohl angefangen, sich von Elix zu ernähren. Es gab dort nichts anderes. Deswegen ernährt man sich von Elix? Ich meine, warum fresse ich was erst recht seltsam aussieht? Egal. Tag 12 oder 13.
Er redet nicht mehr. Je mehr Alex ich in ihm gebe, desto mehr will er haben. Ich muss immer größere Mengen aus Goliath stehlen. Ich befürchte, dass ich bald erwischt werden könnte. Tag 15? Fragezeichen. Jemand war bei mir. Jemand aus Goliath. Sie haben mich gefunden. Sie haben das fehlende Alex bemerkt. Dieser Mann hat mir gesagt, dass er uns nicht verraten wird. Ich kann nicht genug dafür danken. Ja, okay. Tag? Fragezeichen. Ist überhaupt schon ein Tag vergangen? Etwas stimmt nicht mit Grima. Ich habe ihnen noch etwas Alex gegeben und es auch geschafft, noch mehr Alex zu kaufen. Er scheint über irgendetwas aufgebracht zu sein. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Er ist nicht aufgebracht. Er ist jetzt schlichtweg wütend. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen, aber es klappt nicht. Ich muss überlegen, was passiert, wenn er noch aggressiver wird. Ich werde versuchen, ihn zu fesseln. Die nächste Nacht wird schwierig. Ich bin müde. Uiuiuiui. Kurze letzte Nachricht von Daisy. Hatten wir den es schon? Es ist zu Ende. Dustin hat den Wein Doch, getrunken. Hatten wir schon. Ich habe ihm damit einen Gefallen getan. Hier oben ist die Luft so frisch und rein. Ich kann nicht mehr. Mir fehlt einfach die Kraft. Hä, wo war denn die Kiste gewesen? Ist gerade blöd. Ich habe jetzt nicht umsonst diesen Kisten-Skill gelernt. War das oben gewesen in der Erhöhung? Das ist gerade gelernt, um eine Zweierkiste zu öffnen. Gedächtnis. Wo bist du diesmal? Ach! Manchmal könnte ich mich. So. Was mag denn hier drin sein?